Start für Ökostrom. Im Januar drücken Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Wilmert und Stadträtin Birgit Collisi auf den Knopf. Die Stadt stellt auf Ökostrom um, sie ist Vorreiter in Deutschland. Jahr für Jahr spart sie über 13.000 Tonnen Kohlendioxid. Das gibt es allerdings nicht umsonst. Das kostet uns sicherlich auch etwas, ca. 78.000 Euro. Mehrkosten werden wir dadurch pro Jahr haben, gemessen an den Gesamtenergiekosten, die wir als Stadt aufzuwenden haben, von rund 19 Millionen, sind wir aber der Auffassung, dass das wirklich ein Beitrag zum Umweltschutz, zum Klimaschutz ist, der absolut vertretbar ist und sinnvoll investiertes Geld.